Sechser. Er schleicht sich da mal so in die Box rein. Ja? Genau, er rückt gut nach und das ist ein wichtiger Faktor, weil am Ende des Tages hast du ja immer bei den zweiten Ball Rebounds dann auch mal die Möglichkeit, zur zweiten, dritten Chance zu kommen und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Was ja auch nicht so unwichtig ist, in heutigen Zeiten ablösefrei gekommen. Genau, ja gut, ablösefrei, da wird das eine oder andere Handgeld schon geflossen sein, also das ist vielleicht offiziell kein Geld geflossen, aber ich meine, für den Spieler ist es natürlich top. Ja, da geht es nicht an einen anderen Verein, sondern direkt aufs eigene. Das ist sehr, sehr schwierig, aber sowas gehört dazu. Ich denke, Ausbildung fängt da an, wo im Prinzip die Schwierigkeiten beginnen und wo einfach Hürden sind, die man dann, wie du es schon richtig gesagt hast, die man dann, wo man dann drüber geht und einfach härter wird. Und Profifußball ist ein harter Sport. Jeder möchte in die erste Mannschaft. Jeder möchte sich durchsetzen und dann hier in dem Kreis bist du unter den Besten in der Bundesliga und ja, da kriegst du nichts geschenkt. Und deswegen musst du das, ist eine intrinsische Motivation immer das Beste, der beste Motor, als wenn einer dauernd dich motivieren muss. Und da haben wir noch fest, guter Typ, dem wir es alle gönnen würden, dass er sich durchsetzt. Absolut, du hast das Alter angesprochen, ja, da steckt viel Entwicklungspotenzial, er hat das fußballerische Niveau. Ich habe die Emotionen angesprochen und das ist ja keine Sache, die man jetzt übers Training macht. Das macht man eigentlich über eine gewissermaßen ja, eine Charakteränderung, ja, eine zusätzliche Motivation. Aber wir haben eben gerade schon angesprochen, schwierige Situationen können auch Spieler in die Richtung bewegen. Gut, dann schauen wir es uns an. Hier ist Dino Toppmöller, der sich alles beobachtet. Wie gesagt, 3 Co-Trainer, so viel hat man noch nicht bei der Eintracht. Hat er am Start, also auch unser Neuzugang Stefan Buck, der ebenfalls in Dino Toppmöller vom FC Bayern kommt, ist ebenfalls mit dabei. Ja, das ist absolut wichtig, dass wir, dass der Trainer seinen eigenen Inner Circle mitbringt. Das lernen wir auch im Fußballlehrer-Lehrgang, dass du im Prinzip ein eigenes Team bildest im Team. Ja, wo du den höchsten Vertrauensfaktoren hast, um im Prinzip hier ganz private Dinge oder Emotionen auch mal freilassen zu können und die einfach Tipps und fachliche Kompetenz abholst. Und ja, der Inner Circle ist eigentlich fast das Wichtigste. Wenn der funktioniert und wenn die richtigen Schlüsse ziehen aus dem, was sie sehen, ja, dann ist das ja, die halbe Miete. Und was wir so feststellen, ist auch eine neue Trainergeneration. Die letzten beiden Trainer waren so in den 50ern. Jetzt kommt einer, der 42 ist und auch ähnlich junge Kollegen hat. Also auch nochmal eine ganz andere Draufsicht wahrscheinlich auf den Fußball noch. Von Timo Hartung und Markus Grösche absolut eine mutige Entscheidung. Ich glaube, jeder, der kritisiert, dass er zu jung ist, zu unerfahren, der ist auch derjenige gewesen, der das immer gefordert hat. Also das ist ja oftmals so, man weiß am Schluss dann besser. Ich finde, mit Tino Doppmöller haben wir auf jeden Fall ein super Talent geholt, ein Trainertalent, wo wir auch mal aufweisen können, dass wir über eine spannende Plattform Eintracht Frankfurt, die sehr, sehr vielen Spielern und auch Trainern schon sehr unterstützend geholfen hat in ihrer Karriere und sie auf ein anderes Level gehoben hat, dass wir das auch mit dem jungen Trainer schaffen. Und ich glaube einfach, wir sind mit die Fanbase, die am geduldigsten ist in der ganzen Bundesliga und trotzdem die meiste Power hat. So ist es. 1000 Zuschauer haben wir heute hier beim Training. Leider war nicht mehr möglich, denn das Stadion ist ja komplett, ist ja so komplett im Konzertwahn in diesem Sommer. Ja. Freitag ist The Weekend und er wird heute schon aufgebaut und deshalb mussten wir den Zugang begrenzen. Aber zum Glück zeigt sich die Mannschaft ja schon wieder am Samstag im Testspiel. Im Grunde geht es mit der englischen Testspielwoche los. Eintracht in der Region und ja, dann werden wir schauen, dass wir möglichst viel transportieren können natürlich. Ja, absolut tolle, ja, tolle Spiele, finde ich, in Hessen. Wir gehen direkt zur Fanbasis, ja, sind anfassbar, sind nahbar. Wichtig für die Spieler auch, weil am Ende des Tages werden die Spieler auch von den Zuschauern getragen, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, da kann man sich viel Kredit holen bei den Fans. Ich freue mich ja schon total auf Saisoneröffnung gegen Nottingham Forest, dann mit der neu umgebauten Nordwestkurve. Das wird spannend. Ja, absolut.
Jetzt höre ich euch. Okay, dann mach. So, dann haben wir den dabei bei Dino Topmöller. Ja, das sind ja so, Assets, die er mitbringt. Er hat auf jeden Fall Frankfurt schon erlebt, sehr emotional erlebt nach dem Aufstieg. Er kann mit der Emotion auch was anfangen. Sein Vater hat schon eine Vergangenheit hier und er ist mehrsprachig. Das sind ganz wichtige Faktoren heutzutage in der multikulturellen Mannschaft, wo du die direkte Ansprache hast, nicht nochmal über den Translator. Und von daher bringt er schon einiges mit, was auch für Frankfurt passen könnte. Und es ist nicht von ungefähr, dass er natürlich jetzt auch ein Plakat von den Fans nutzt, ein Claim, weil ich glaube, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich glaube, Eintracht Frankfurt will genau das. Sie wollen auf jeden Fall nicht gemütlich sein, nicht bequem, nicht irgendwo mehr unsexy. Sie wollen halt immer auch in eine interessante Mannschaft bleiben, eine interessante Geschichte haben und da hat er schon die richtigen Schlüsse gezogen. Wenn man so sieht, was wir so an Spielern verpflichtet haben, da ist schon viel Qualität dabei. Wir wissen zwar nicht, wer noch gehen wird oder ob jemand gehen wird, das ist alles offen, aber es wäre eine Überraschung, wenn keiner mehr gehen würde. So sind halt die Transferperioden, da wollen wir jetzt auch nicht groß rumspekulieren. Ja. Wir kümmern uns um die da sind und muss man sagen, sieht für mich vielversprechend aus. Ja, kann man vielleicht gar nicht so richtig einschätzen, weil man den einen oder anderen Spieler vielleicht auch gar nicht so kennt, wie er spielt, wie er sich in den Spielen gibt. Aber Skiri ist ja hier jetzt, wenn man einen anspricht, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wird ein wichtiger Faktor, der in Köln schon überragende Spiele gemacht hat, absolut seine Handschrift dem Spiel geben kann. Und auch im Hinblick auf Rode, der ja auch immer verletzungsbedingt mal ausfällt, und wo uns dann immer auch so dieses Kämpfergehen gefehlt hat, sehr, sehr, sehr wichtiger Mann für uns. Genau, kleine Korrektur, letzter Verein war der 1. FC Köln. Grundsätzlich, Bundesliga hat genauso viele Bundesligaspiele wie in der Ligue 1, da hat er für Montpellier gespielt, also sehr viel Profierfahrung, auch Nationalspieler, Tunesien, eigentlich der beste Sechser in der Bundesliga oder mit der beste Sechser in der Bundesliga gewesen in Köln. Ja, ich tue mich immer schwer mit so Superlativen. Er ist ein sehr, sehr guter Sechser der Bundesliga. Hier muss man immer auch mal sehen, wo ist er der beste, ein guter Sechser. Also das ein heißt, tiefer Sechser. Ja, er hat in Köln gespielt, wo du auch immer ein bisschen mehr Druck hast. Ja, du hast viel mehr Offensiv- oder Defensivaktionen. Du musst dich aus engen Situationen viel öfter befreien, als wie jetzt zum Beispiel Bayern München, wo du viel mehr Ballbesitz hast. Und ich glaube einfach, das hat er überragend gemacht. Und das ist eigentlich gerade seine Strategie im Spiel. Ja, das ist das große Gewinn für unsere Mannschaft, der im Prinzip mit einem Pass und das schnelle Hinterhergehen, die Torgefährlichkeit, das sind die Faktoren, die er im Prinzip mitbringt und die Wertigkeit für die Mannschaft. Interessant, also die Rückennummer von Daichi Kamada übernimmt, die 15. Das wird auf jeden Fall ein anderer Spieler werden. Definitiv. Ja. Wohin für einer, der laufstark ist, gute Technik hat, gegen uns Tore gemacht hat. Darum haben wir auch geholt, wenn er Tore machen kann, damit er sie nicht mehr gekürzt war. Ja, ist sehr, sehr torgefährlich als Sechser. Er schleicht sich da mal so in die Box rein. Ja? Genau, er rückt gut nach und das ist ein wichtiger Faktor, weil am Ende des Tages hast du ja immer bei den zweiten Ball Rebounds dann auch mal die Möglichkeit, zur zweiten, dritten Chance zu kommen und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Was ja auch nicht so unwichtig ist, in den heutigen Zeiten ablösefrei gekommen. Genau, ja gut, ablösefrei. Da wird das eine oder andere Handgeld schon geflossen sein. Also das ist vielleicht offiziell kein Geld geflossen, aber ich meine, für den Spieler ist es natürlich top. Da geht es nicht an einen anderen Verein, sondern direkt aufs eigene Konto. Kann auch nochmal motivierend sein. Also schon ist dein Urlaub also auf jeden Fall schon bezahlt. Also wenn man es nicht falsch versteht, schon offizielles Geld, aber nicht an den abgebenden Verein. Ja. Ja, du kannst mich da gerne nochmal korrigieren. Ja, vielleicht ist er auch nur wegen Eintracht Frankfurt gekommen. Ja. Also ich will da nicht nichts Böses jetzt rein interpretieren. Das ist gang und gäbe. Und, es ist ja immer Robin Koch, also den wir hier gerade eben gesehen haben. Andere haben sich drum gekümmert, hat sich für Eintracht Frankfurt entschieden, hat er gestern auch gesagt, war eine Bauchentscheidung. Also wenn es so war, dass Leverkusen dran war oder auch andere Clubs aus der Premier League, dann ist das schon ein großes Ausrufezeichen. Hat letztes Jahr bei Leeds United gespielt, ist leider abgestiegen aus der Premier League. So, 8 Länderspiele für Deutschland, ganz klar. Europameisterschaft im eigenen Land, Innenverteidiger, hinten bei uns hakt's bei der Nationalmannschaft, kann auch auf der 6 spielen, definitiv.